Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu Phantasmart, die Herrschaft der Schatten. Ja, so langsam wird das hier. Wir müssen mal gucken, was wir... Ja, ich habe keine Ahnung. Was passiert, wenn wir uns nach rechts drehen? Da war was. Irgendwas war da, was ich vielleicht hätte nehmen können. Da. Eine Glasscherbe. Sieh nach oben. Sieh nach oben. Und dann falle ich runter. Das tut doch bestimmt weh. Au. Au. Was soll ich jetzt tun? Nicht gelogen. Okay. Mal alle Sachen wieder einsammeln, die ich eben schon hatte. Es ist... Bloß nicht bewegen, die Kerzen haben mein Leben gerettet. Ich brauche mehr Licht und zwar schnell. Die Kerzen haben mein Leben gerettet. Kann ich das... Kann ich da noch mehr? Nee, kann ich nicht. Wo mache ich denn jetzt noch mehr Licht rein, Leute? Ach, da sind noch mehr Kerzen. Haben wir noch mehr Kerzen hier irgendwo? Da ist auch eine Kerze. Moment. So, sind hier noch mehr Kerzen, die ich anmachen kann? Ne, da hinten sind noch mehr Kerzen. So, okay. Ich bin gespannt, welches Geheimnis er hütet. Okay, so, was haben wir erstmal hier? Was ist das? Ein Arm. Mhm. Mechanismus der Schlange finden, okay. So, hier brauche ich, ja, irgendwas, um dahin zu kommen. Okay, dann gehen wir erstmal dahin. Wer ist das denn? War es nicht in Corvins Büro, wie das wohl war? So war sich von therapieren zu lassen. Wer bist denn du? Du Alas Voodoo vielleicht. Wie nennt man das doch gleich? Ritual mit Puppen. Ja, also dass er ein bisschen verrückt ist, haben wir schon herausgefunden, ne? Eureka! Jordan und Val haben das Monster erschaffen. Sie saßen stundenlang in den Stühlen und mussten ihre Albträume immer und immer wieder durchleben. Irgendwann manifestierte sich ihre Albträume und die übernatürliche Energie wurde spürbar. Das Monster ist eine Verbindung von zwei Albträumen. Jordans Manifestation ist die fürchterliche Kreatur, die seine Kindheit plagte. Bei Valerie ist es komplizierter. Sie wurde von einem Traum geplagt, in dem ihre Schwester ertrank. Eine Manifestation ist eine verdrehte Erinnerung ihrer Schwester. Okay. Wir haben ja eine Karte, Zugangskarte. Ich bin ganz schön trocken im Oberstübchen. Okay, ja. Was haben wir hier? Okay, da kann ich jetzt erstmal noch nichts machen, weil ich ja nichts habe. Eine Diskette, eine Floppy Disk. Was kommt hier ran? Da kann der Arm ran. Und dann? Ha! Was war das? Eine Lampe. Lampe ist gut. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so toll gerade war. Moment. Da könnte eine Lampe dran gehangen haben. Aber anscheinend doch nicht. Ja, da brauche ich wahrscheinlich Wasser, weil es heißt ja, es ist trocken im Oberstübchen. Ich finde das irgendwie interessant. Ich muss Medusas Schlange finden. Das ist okay. Da muss ich eine Schlange finden. Aber, was haben wir denn hier? Da hat aber einer kräftig zugeschlagen. Okay. Definitiv. Ich kann aber da momentan nichts machen. Also die Frage... Behandlungsraum, aber hier ist auf jeden Fall irgendwie Corvins Schlafzimmer. Hä? Ach so, okay. Da komme ich gerade nicht weiter. Tam, tam, tam. Ich
kann bei ihr nichts machen. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass die Lampe hier rankommt. Da ist nichts. Aber da könnte noch was sein. Warte mal. Was ist denn das? Wasserschlauch. Okay. Was kann ich hier tun? Anscheinend nicht sehr viel, würde ich sagen. Ganz schön trocken, Oberstübchen. Ich finde das sehr interessant. Ne? Also wir reden jetzt mal über das Oberstübchen hier. Und es ist ganz schön trocken. Und irgendwas kann ich hier machen. Oh, Entschuldigung, Leute. Tut mir leid. Oh. Mann. Warum müssen so eine Nieser immer so plötzlich kommen? Ist ja grauenvoll. Oh, okay. Dann geht's mal weiter in die Bibliothek. Oh. Was haben wir hier? Ein Stück von Pfeife. Was ist das? Bevor ich mit meiner Suche beginne, muss ich genau das genaue Datum wissen. Okay. Ohne Knopf geht gar nichts. Okay. Okay, okay. Okay, was ist das denn? Ja, wir kippen. Das ist eine Maschine oder so, ne? Irgendein Helm. Kopflos durch die Gegend laufen finde ich nicht so toll. Okay. Dann haben wir hier eine Puppe, eine Voodoo-Puppe. Ach ja, okay. Und da kann ich wieder ein bisschen suchen. Und suchen wir einfach mal. Ich glaube, ich komme hier erst rein, wenn ich den Schlüssel gefunden habe. Ja. Halsband entfernen. Aber dafür brauche ich eine Schere. Die habe ich hier. Okay. Dann kriege ich den Ring. Dann kann ich das öffnen. Okay. Was ist das? Archetypen des Terrors. Die Evolution der Monster in amerikanischen Geschichten. Was ist denn das? Arkadenknopf. Okay. Kommt dann wahrscheinlich daran. Und dann kann ich Bumbalu spielen. So. Nicht beides. Aber irgendwo muss hier eine Flagge hin. Da zum Beispiel. Dann bekomme ich den Schlüssel. Was haben wir denn hier noch? Ohne sie bekomme ich keinen Service. Sie bekomme ich keinen Service. Da kommt wahrscheinlich die... Moment mal. Die Glocke hängt doch da schon. Sie bekomme ich keinen Service. Also der ist jetzt wahrscheinlich dafür gedacht. Hier haben wir die Glocke. Da haben wir den... Wer ist das? Junge. Der gehört dahin. Warte mal, das ist... Sieht aus wie ein Seehund oder sowas. Ohne sie bekomme ich keinen Service. Okay. Ja, okay. Jetzt gibt es nochmal was eine Extra-Suche, ja? Oh, nicht schlecht. Warte mal, ich dachte, das wäre die Pinzette, aber das war sie nicht. Was sind die Pinzette? Also hier muss irgendwo eine Pinzette sein, Leute. Sieht zumindest ganz danach aus, aber man muss sie natürlich auch finden. Das könnte ein Vogel sein. Das könnte dieser hier also sein. Ah, guckt mal. Da ist schon mal das. Und dann haben wir hier irgendwo die Ballerina. Sieht aus wie ein Staubsauger, aber ich glaube, das ist kein Staubsauger. Was ist denn das? Was könnte das sein? Das ist die Flasche hier. Okay, da war die Pinzette. Da ist der Fisch. Was ist denn das hier? Trillerpfeife. Okay. Was habe ich jetzt? Jetzt habe ich eine Frau. Wie kommt die da hin? Kann ich einen davon wegnehmen? Kann ich anscheinend aber nicht.
Ich muss sie aufziehen. Okay. Damit. Kurbel. Okay. Auch gut. Jetzt weiß ich gerade nicht, was ich mit dem Ball machen soll, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube erstmal. Nee, Moment. Kann ich den Tresor öffnen? Mit Hilfe eines kleinen runden Gegenstandes. Ja, dafür muss ich erstmal. Ernsthaft jetzt. So. So. Und so. Yippie! Du bist eher eine Maske, aber die kommt dann wahrscheinlich da oben ran, oder? Nehme ich mal an. Die goldene Maske. So. Dann. Was denn? Oh, habe ich mich erschrocken. Verlies. Das ist meine Schwester. Aber ist sie nicht gestorben? Ich war nicht der Meinung, dass die. Hä? Was war das denn? Leute, das ist total verwirrend. So. Ich will die Glasche nur ungern einschlagen. Wir können. Was könnte ich als Griff verwenden? Das ist ja schlau. Erstmal nichts. Poor Nurse Bolton. My kindred spirit. Sie hat getan, doch jetzt habe ich sie verloren. Das ist deine Schuld. But now I've lost her because of you. Du hast gar nichts gemacht. Was habe ich denn gemacht? Sag mal, wenn du dich in meinen Stuhl setzt, wenn du das für mich tust, dann werde ich Valerie freilassen. Die beide hat sicherlich ein paar Dinge zu besprechen. Okay, beispielsweise wie es möglich ist, das Gesicht ihres Albtraums im Spiegel zu sehen. It's true. The girl is part of the monster. Like a lowrun and anguish, attracting a victim with its cry. Her form came from my nightmare. In it, you were a child, drowning in a dark lake, and I was powerless to. I'm so sorry you've had to look at that monster and see a twisted vision of your past self. But please, don't help. Okay, jetzt habe ich noch ein weiteres Teil. Das ist auch gut. Ich kann meiner Schwester jetzt aber gerade nicht helfen. Ich habe mal so ein Teil gefunden, so ein Chamäleon-Objekt. Da habe ich bisher noch gar nicht drauf geachtet, muss ich gestehen. Es fehlen ein paar Monde. Ein paar? Okay. Hier fehlen die Augen. Nee, kann ich nicht da reintun, ne? Ernsthaft jetzt? Ich muss die. Warte mal. So, so, so und. Moment. So und so. Und dann gehst du wohl da hoch. So. Umständlich. Guck mal, du hast Augen gekriegt. Ich bin doch nett. Kann ich den Zahn mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Tinte. Tinte. Okay, momentan kann ich hier nichts weiter machen, außer meine Schwester da sitzen lassen. Oh Mann. Okay. Was mache ich mit Tinte? Ein Helm, eine Pfeife, ein Wasserschlauch. Ja, Leute, ich habe gerade echt keine Ahnung. Nochmal die Karte studieren. Also, wo befinde ich mich jetzt eigentlich gerade? Gruselhalle, da befinde ich mich. Ich befinde mich in der Bibliothek. Aber hier gibt es was, was man machen kann. Irgendwie. Ja, damit. Platsch. Okay. Was haben wir hier noch? Was ist denn das? Okay. Moment des Erwachens. Okay. Eine Grammophonnadel. Kann ich hier noch irgendwas machen? Moment des Erwachens. Ey, warum geht dir das jetzt nicht? Das ist ja nur eine Filmrolle. Warte mal, was ist das? 10.06.
10.06. Unvollständiges Datum, Filmrolle. Aber ich habe eine Diskette gefunden. Warte mal, wo ist die denn da? Die könnte ich da reinschieben. Was bringt mir die? Lädt. Okay. Maschinenfrequenz aktiviert. Kopieren. Ohne Knopf geht gar nichts. Nee, ohne Knopf geht wohl nichts. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben den Behandlungsraum, haben wir noch. Ich brauche einen Zauberspruch und dann ein paar Nadeln, um die Puppe zu stecken. Die Puppe freut sich. Brauchst du Tinte? Sache. Hätte ich es nicht erwartet, dass du Tinte brauchst. Ich hätte eher an Wasser gedacht, aber hey. Gleiche die Bilder miteinander ab. So, jetzt muss ich aufpassen. Das aber. Hä? Das war's doch gerade. Oder muss ich darauf klicken? Wahrscheinlich darauf klicken müssen, oder was? Warten wir nochmal, weil wenn ich darauf klicke, passiert nichts. Hm. Ging das? So, ich glaube, das war das gerade, ne? Nur andersrum. Hätte ich ein bisschen aufpassen müssen. Okay, warte mal. Das sieht ein bisschen schaurig aus. Alles hier. Alles sieht schaurig aus. So. Okay. Haben wir jetzt dieses komische Tier, was aussieht wie, ja, keine Ahnung. Wie eine Fliege oder sowas. So. Irgendwas Großes, aber nicht das. Das hier aber. Okay, ich glaube, das ist das letzte Bild, was ich jetzt da noch gucken muss. Was ist denn das? Eine Eingabetaste und ein Pendel. Okay, das Pendel, das könnte ja wahrscheinlich hier hinkommen. Und dann? Das ist das Haus vom Nikolaus. Also das ist wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, ich muss ein Pentagramm oder so zeichnen. Wird ein Pentagramm gezeichnet, Leute? Mir sagt jetzt natürlich auch keiner, was ich hier zeichnen muss. Das ist das Haus von Nikolaus. Nur das wohl weniger. Okay, es muss irgendwie da starten.
echt keine Ahnung, Leute, was ich zeichnen soll. So, wo kam das Haus vom Nikolaus zeichnen? Okay. Ich habe null Ahnung, Leute. Null Ahnung. Also das muss irgendwie entweder dahin, also dahin. Jetzt würde ich ja behaupten, dahin. Jetzt zeichne ich ja schon wieder das Haus vom Nikolaus oder so. Die beiden zuerst macht, dann dahin, dahin. 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 Scheiße. Tatsächlich, ich muss wirklich das Haus vom Nikolaus zeichnen. Ha, ist das Hammer, Leute. Hätte ich nicht erwartet. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier so ein Häuschen zeichnen muss. Aber hey, warum nicht? Machen wir einfach mal. So, und da brauche ich ja so viel Krams. Den Knopf kann ich jetzt auch dienen. Lädt. 10.06.1963. Das ist jetzt okay. Floppy Disk. Was mache ich jetzt hier? 10.06.1963. Da. Da steckt etwas. Ein Mini-Schlüssel. Irgendwie so. Buchschlüssel. Buchschlüssel. Gibt es hier irgendwo ein Buch, wo ein Schlüssel reinpasst? Hier aber anscheinend ja nicht. Aber dieses Monster ist ja echt merkwürdig, ne? Oh, mir tut meine Schwester so leid, aber ich kann. Buchschlüssel. Hier, Buchschlüssel. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich das Dings hier anklicken. Klicken. Klick-klack. Klick-klack. Einige Wörter im Text sind markiert. Du musst sie in dem Bild finden. Okay. Frogs. Das ist auch noch Englisch. Super. Home. Warte mal. Home. Reads. Boah, dieses Ding sieht voll ekelhaft aus, ganz ehrlich. Okay. Was ist denn Haystacks? Scarecrow. Habe ich schon erwähnt, dass ich kein Englisch kann? Über Wind. Okay, Wind haben wir schon mal. Scarecrow. Crow ist ja eigentlich Rabe, oder nicht? Scarecrow. It poses as a thing scarecrow. Hm, Leute, ich hasse Englisch. Nein, ich hasse es nicht. Ah, da. Spiders. Okay.
Traders, Old Trunks, Toy Horses. Okay. Da ist das Spielzeugpferd. Spiders. Old Trunks. Spiders. That lives in the attic among spiders. Pine trees. Sun. Icicles. Was ist denn Icicles? Das, okay. Was ist das? Leute sind und bleiben ein Rätsel für mich. Sie sind weder faszinierend noch bewundernswert. Warum enden Märchen immer mit einem Prinzen und einer Prinzessin, die auf einem Pferd in Richtung des Sonnenuntergangs reiten? Was ist denn bitte mit Monstern? Und was ist mit uns? Okay. Naja, ich weiß ja nicht, ob ich unbedingt mit Monstern so viel zu tun haben möchte. Jetzt habe ich ein Lesezeichen bekommen. Nein. Oh. Vorbereitungsraum. Oh, da habe ich doch die ganzen Sachen für Grammophonnadel. Da. Allerdings. Schlangenkopf. Fein. Mir fehlt nur ein Stück. Noch ein Stück. Bericht 30. November 1975. Valerie Grant. Geburtsdatum 26. November 1933. Oh, da ist sie aber schon ganz schön alt, wa? 42. Gedanken, ich habe Angst, meine Augen zu schließen, denn jede Nacht träume ich von ihren Ertrinken. Ihr nasses, schwarzes Haar und ihr Nachthemd plagen meine Träume. Wie Jordan bin ich wieder ein Kind, das von Albträumen heimgesucht wird. Okay. Okay, da war ich gerade. Was haben wir hier? Das könnte mit der Karte klappen, die ich hier habe. Ich habe noch so eine komische Karte. Maschine kalibrieren. Okay. Alter Patient 1 angeben. Alter Patient 1? Alter. Das habe ich jetzt gerade gesagt. 42, ne? Kann ich aber nicht. Patient 1. Das ist wahrscheinlich Patient 1. Achso. Jordan Dubiose. Geburtsdatum 5. Oktober 1443. Ist meine Schwester ja älter als... na gut. Okay. Enter. So. Okay. Ja, ihr Lieben, aber an dieser Stelle muss ich leider wieder einen Cut machen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.